Hält die Rallye an oder prallt der Kurs am Widerstand ab? Was für steigende Kurse spricht und worauf wir jetzt achten werden, darüber spreche ich in diesem Video. Bleib unbedingt dran. Am 30.03. schloss Silber an der Comix mit seinem Jahrestief bei 24,10. Am nächsten Tag eröffnete es bei 24,08 und startete zu einem neuen Höhenflug. Am Freitag, den 6. Mai, beendete es die Woche bei 27,43. Dies bedeutet einen Anstieg von rund 14%. Wird diese Rallye jetzt andauern oder prallt Silber erneut an einem Widerstand ab? Schauen wir uns das Edelmetall mal etwas genauer an. Der Rohstoff Silber. Starten wir zunächst wieder mit ein paar Hintergrundinformationen zum Edelmetall Silber. Im Gegensatz zu Gold kommt Silber in der Natur seltener in reiner Form vor, also in diesen Silbernuggets, sondern zumeist als Beimengung anderer Erze wie zum Beispiel Blei, Zink, Eisen oder Kupfer. Die meisten Förderstätten der Welt sind daher auch keine reinen Silberminen, sondern fördern im Wesentlichen andere Metallerze. So fördert die größte Silbermine der Welt, die Saucito-Silbermine in Mexiko, neben Silber eben auch andere hochwertige Erze. Auch die weltweit zweitgrößte Anlage, die Mine Escobal in Guatemala, die verfügt über sehr hohe Konzentrationen an Blei und Zink. Silber wird aus diesen Erzen schließlich mit chemischen Verfahren ausgewaschen und gereinigt. Die größten Silberproduzenten 2018 waren Mexiko, Peru und China, die zusammen über 50% des gesamten Silbers der Welt förderten. Unser Nachbar Polen liegt übrigens bei der Silberproduktion weltweit an fünfter Stelle. Die Nutzung des Edelmetalls Silber. Silber ist glänzend und kann fein bearbeitet werden. Es ist daher eine beliebte Wahl für Schmuck. Die meisten Schmuckhersteller verwenden hierfür Sterling-Silber, das aus 92,5% Silber und 7,5% Kupfer besteht. Gekennzeichnet ist es mit dem Feingehaltstempel 925. Silber hat eine ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit, was es zu einer naheliegenden Wahl für viele elektronische Geräte macht. Auch in der Solartechnologie kommt gemahlenes Silberpulver zum Einsatz. Dieses wird in der Herstellung von Solarzellen verwendet. Auch in Katalysatoren, Rohrverbindungen und Kugellager wird das Metall eingesetzt. Sogar in der Medizin wird es als Biozid verwendet, denn es tötet schädliche Keime ab. Silber als Wertanlage. Seit Menschengedenken da gelten edle Metalle wie Gold und Silber als Gegenstand der Wertanlage. Die Herstellung von Silbermünzen als Zahlungsmittel war über Jahrhunderte die wichtigste Verwendung des Metalls. In unseren Tagen werden Silbermünzen allerdings fast ausschließlich als Gedenk- und Sondermünzen geprägt. Allerdings erlebt Silber in Zeiten von wirtschaftlichen Krisen, ähnlich wie Gold, in Form von zum Beispiel Silberbarren, Silberschmuck oder Silbermünzen eine Renaissance als Anlageobjekt. Auch der derzeitige Preiseinstieg bei Silber kann mit einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach dem Metall erklärt werden. Allerdings solltest du eines bedenken, wenn du Silber als Kapitalanlage in Betracht ziehst. Die Nachfrage nach Silber übersteigt das Angebot um ein Vielfaches. Die Silberverkäufe der Comix und am London Bullion Market, an dem seit 1897 der Weltmarktpreis für Silber festgestellt wird, übersteigen die tatsächlichen physischen Silberbestände um nahezu das Hundertfache. Und so lässt sich sagen, dass sehr viel Papiersilber im Umlauf ist. In der Tat würden vermutlich etliche Banken und Edelmetallhändler in Schwitzen geraten, wenn plötzlich alle Kunden, die angeblich Silberbarren in deren Tresoren gelagert haben, ihre Lieblinge auch mal anschauen möchten. Der tatsächliche Preis von Silber, würde er sich nach dem Wirtschaftsprinzip von Angebot und Nachfrage bilden, der liege mit Sicherheit um ein Vielfaches höher. Auch InsiderWeek handelt Silber. Allerdings unter anderen Vorzeichen. Wir handeln Futures auf den Rohstoff und nicht den Rohstoff selbst. Wie sehen wir die aktuelle Lage am Silbermarkt? Zunächst noch ein Wort zum Future selbst. Spezifikation des Silber Futures. Silber wird an der Comex gehandelt, die Teil der CME Group ist. Kürzel ist SI. Die Kontraktgröße sind 5000 Feinunzen. Die Tickgröße ist 0,005 Dollar pro Feinunze, also 25 Dollar pro Kontrakttick. Die nötige Margin ist 18.150 Dollar. Ein Kontrakt Silber beläuft sich also auf ca. 155,5 Kilogramm reinem Silber. All diese Informationen kannst du auch auf unserer Website nochmal nachlesen. Den Link findest du unter dem Video. Der Preis von Silber. Der Chart zeigt den Preis vom Silber am Cashmarkt ab dem Jahr 2000. Zu erkennen ist, dass Silber etwa im Jahr 2006 eine beispiellose Rallye startete, die mit einem Allzeithoch von 47,879 am 25.04.2011 gipfelte. Danach verlor der Kurs stetig an Boden und bewegte sich im Zeitraum 2014 bis 2020 grob zwischen 15 und 20 Dollar je Feinunze. Der Corona-Schock im März 2020 ist auch im Silberchart zu sehen und wie der große Bruder Gold startete Silber danach erneut nach oben durch. In diesem Chart siehst du den Kursverlauf der Silber-Futures innerhalb der letzten 9 Monate. Zu sehen ist, dass Silber sich seit August 2020 in einer Range zwischen 22 und 29 Dollar seitwärts bewegt. In dieser Range ist es am 22.07.2020 eingetreten und hat nur einmal am 01.02.2021 den Widerstand deutlicher getestet, ist aber wieder daran gescheitert. Seit Mitte Dezember 2020 bewegt sich der Kurs in einer noch engeren Range zwischen 24 und 28,5. Auf diese Obergrenze läuft er im Augenblick auch wieder zu.
Wird er den Widerstand brechen oder erneut daran abprallen? Es bleibt natürlich spannend. Unsere Erfahrung mit Silber. In insgesamt 12 Trades, 2 Long, 10 Short, waren wir 7-mal erfolgreich, 5-mal mussten wir Niederlagen einstecken. Das Saldo aus diesen Trades war insgesamt aber positiv mit plus 3.225 Dollar. Doch wie könnte es jetzt weitergehen? Unser Ausblick. Silber hat Potenzial. Wir blicken noch einmal auf den langfristigen Chart des Silberpreises. Anfang Juli letzten Jahres wurde ein hartnäckiger Widerstand bei 20 Dollar durchbrochen, der nahezu 6 Jahre lang Bestand hatte. Und nun ging es steil nach oben. Innerhalb von 20 Wochen, KW 12 bis 34 letztes Jahr, schoss Silber von 12,64 Dollar auf 29,95 Dollar. Das sind rund 140% Zuwachs. Auf diesem hohen Niveau bewegt sich der Kurs zurzeit und hat eine neue Marke bei 29 zu Beginn des Jahres bereits 2-mal getestet. Es lässt sich sagen, dass das Edelmetall, wie sein großer Bruder Gold, von der Krise profitiert hat und mit Beginn der Pandemie sein langjähriger Abwärtstrend gebrochen wurde. Eine weitere Beobachtung ist, dass sich der Kurs ab Mai 2020 gegen seine Saisonalität entwickelt hat. Der saisonale Trend war abwärts gerichtet, doch der Kurs ist gestiegen. Doch als sich der Kurs und der saisonale Trend ab Juli 2020 synchronisiert hatte, da schoss der Kurs extrem nach oben. Auch heute können wir einen Anstieg des Kurses verzeichnen, während der saisonale Trend fällt. Ab Juli steigt die Saisonalität wieder und es ist möglich, dass der Kurs dann auch wieder stark zulegen wird. Die hohe Nachfrage aus der Wirtschaft, aber auch die Verwendung als Kapitalanlage, sowie die Tatsache, dass Silber deutlich seltener ist, als es auf dem Papier verkauft wurde, macht den Rohstoff immer interessanter. Wir werden Silber sowie das Verhalten der Commercials weiter beobachten und natürlich dann auch in unseren Handelsplänen darüber berichten. Nur als Anmerkung, ich persönlich habe bereits im korrelierenden Markt Gold einen offenen Trade, der sich auch sehr gut entwickelt, weswegen ich aber Silber zurzeit nicht traden werde. Da wir aber Trader sind, kann sich unser Portfolio natürlich auch sehr schnell ändern. Bleibt da gerne informiert und verfolgt unsere Handelsentscheidungen, welche wir hier auf dem Kanal und natürlich auf unserer Website präsentieren. Ein Abo lohnt sich also. Einen ausführlichen Artikel zu diesem Video habe ich dir mal unten in der Infobox verlinkt. Nun wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche und sende dir beste Grüße. Dein Alex von InsiderWeek. Hier in dem letzten Performance-Video, da habe ich dir mal meinen Gold-Trade vorgestellt. Schau da gerne nochmal rein. Direkt darunter, also dort, da kannst du unsere bisherigen Wochenergebnisse sehen. Und hier rechts, da kannst du den Kanal abonnieren. Mein Tipp, erst abonnieren, dann zum nächsten Video. Viel Spaß!